Ob Sie es glauben oder nicht, letzten Sommer hatte ich eine Begegnung mit einer Riesenerdbeere, mitten in Berlin. Zuerst dachten mein Sohn und ich, es habe uns jemand heimlich etwas in unsere Currywurst getan. Oder waren wir etwa auf den Dreharbeiten zu einem Trashfilm gelandet? Die riesige, knallrote Erdbeere mit ihren gelben Tüpfelchen und ihrem knallgrünen Stiel sah aus wie aus einem Zeichentrickfilm. Für meinen Sohn war die Sache klar. Kein Zweifel, wir hatten natürlich das Haus von Emily Erdbeer gefunden. Nachdem wir einmal um das Ding herumgelaufen sind, löst sich das Geheimnis von selbst. Auf der anderen Seite befindet sich eine Auslage mit leckeren Erdbeeren. Dahinter eine Dame, nennen wir sie Emily, die die Erdbeeren verkauft. Wir stellen uns an und hoffen, außer Erdbeeren, auch ein paar Infos zu bekommen. Als wir dran sind, erklärt Emily uns, dass ihre Erdbeeren von einem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern kommen, sie am Vortag geerntet und ganz früh am Morgen nach Berlin gebracht worden sind. Eine Erdbeere ist nämlich ein zartes Früchtchen, das umgehend gegessen werden muss, sonst wird es schlecht. Wir finden den Kiosk toll. Er verhilft den Stadtmenschen nicht nur zu erntefrischen Erdbeeren, was an sich schon nicht zu verachten ist. Mit seinem farbenfrohen ländlichen Touch frischt er außerdem noch die triste Stadtlandschaft auf. Erdbeerhäuschen gibt es in Deutschland überall. Ihr Design variiert, denn oft werden sie von den Erdbeerbauern selber entworfen. Rund, manchmal eckig, aus Plastik oder aus Holz, mit oder ohne Vordach, ganz wie der Erdbeerbauer lustig ist. In Frankreich habe ich solche Häuschen noch nie gesehen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden in Frankreich weniger Erdbeeren angebaut. Deutschland produziert in manchen Jahren bis zu 5-mal mehr Erdbeeren als Frankreich. Auch sind die Erdbeerplantagen anders verteilt. In Frankreich konzentriert sich die Produktion vor allem auf ein paar Gebiete im Südwesten und ein bisschen im Südosten. In Deutschland baut man Erdbeeren fast im ganzen Bundesgebiet an. Kein Wunder also, dass in Deutschland ein großer Teil der Erdbeerproduktion direkt vom Erzeuger an den Verbraucher verkauft wird. Er ist eben nie wirklich weit weg. Auf dem Rückweg nach Frankreich haben mein Sohn und ich uns überlegt, in welchen Häuschen die Franzosen ihre typisch französischen Produkte verkaufen könnten. Ein Kiosk in Olivenform, der Artischocken-Kiosk, ein Windbeutel-Kiosk, eine kandierte Kastanie, ein Camembert, ein Macaron, eine Andouillette, die Liste ist lang.